Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute gibt es nichts Neues, heute gibt es nur die gesamten Anrufe aus der kompletten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher hintereinander weg als Hörspiel. Doch eine Sache ist noch relativ neu auf dem Kanal, die ich nochmal angesprochen haben möchte. Es gibt seit kurzem die Kanalmitgliedschaften. Wenn du magst, findest du den Button direkt unter dem Video oder direkt in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Aufpassen und nun wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Guten Tag. Hallo? Ja, blub blub. Ja, guten Tag. Entschuldigung, falls ich Ihnen gestört habe. Aber Herr Habeck, es geht über eine Anmeldung, die Sie gemacht haben über Bitcoin, ja? Aha. Blub, blub. Okay. Nochmal? Aha. Blub, blub. Herr Habeck, so ich wollte Ihnen fragen, haben Sie Interesse, ein Konto zu aktivieren, ja oder nein? Ja. Blub, blub. Warum machen Sie so, Herr Habeck? Was denn? Blub, blub. Nochmal? Was denn? Blub, blub. Ja, diese Noise, warum machen Sie zum Beispiel? Was für ein Ding? Blub, blub. Herr Habeck, ja, diese. Was ist das? Was denn? Blub, blub. Herr Habeck, das ist wirklich interessant. Ja. So, ich wollte gern seriös mit Ihnen zu sein und zu sprechen. Falls Sie kein Interesse haben, Sie können das mich nur sagen und das ist fertig. Aber das ist meine Arbeit und ich wollte gern das zu respektieren, bitte. Aha. Okay. Nein, okay, dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Habeck. Ich bin nicht, du Betrügerin. Ich bin kein Betrügerin. Doch. Warum meinen Sie so denn? Ja, weil Sie eine Betrügerin sind. Und warum meinen Sie es? Na, weil Sie eine betrügerische Stimme haben. Eine betrügerische solche Stimme hat, meinen Sie? Ja, Ihre Stimme ist ganz schön hart. Blub, blub. Also, und zum Beispiel, was sind Sie? Ich bin ein Fisch. Blub, blub. Was sind Sie? Ein Fisch. Blub, blub. Okay. Ja. Blub, blub. Ja. Fisch ist gut, ja? Ja. Blub, blub. Okay. Das macht Ihnen einen guten Fisch. Ja, so macht ein Fisch. Blub, blub. Und ein Mensch, wie macht? Ein Mensch macht, ich betrüge dich. Blub, blub. Wie macht ein Mensch? Mäh. Blub, blub. Also? Ja. Blub, blub. So, Sie meinen, die Sie nicht ein Mensch sind, oder? Ja. Blub, blub. Es ist am besten, ein Fisch zu sein oder ein Mensch? Ich habe gerade ein Eis gegessen und gekleckert. Blub, blub. Sie haben ein Ei gegessen? Ein Eis. Blub, blub. Eis, okay, das ist sehr gut. Und ich habe Ihnen etwas anderes gefragt. Was ist am besten zu sein, ein Fisch oder ein Mensch? Ein Kohlrabi. Blub, blub. Aber Sie haben nur zwei Alternativen. Auswählen Sie einen, bitte. Mensch oder Fisch? Da kann ich mich nicht entscheiden. Blub, blub. Sagen Sie, nein. Fisch oder Mensch? Ein Maulwurf. Blub, blub. Ein Euro. Ein Maulwurf. Blub, blub. Ah. Aber zwischen Fisch und der Mensch, nee. Was werden Sie auswählen? Die Karotte. Blub, blub. Zwischen dieser beide, was ich Ihnen gesagt habe. Was würden Sie auswählen? Gummi. Das ist nicht als Alternativ. Nee. Blub, blub. Nein. Blub, blub. Wie macht eine Katze? Blub, blub. Ich habe Ihnen etwas gefragt und ich habe keine Antwort bekommen. So, ich kann Ihnen auch nicht eine Antwort bekommen, wenn ich gar nichts etwas von Ihnen bekomme. Ja, Sie sollen mich etwas geben, damit ich Ihnen etwas geben kann. Blub, blub. Ist es so? Nee. Blub, blub. Guter Fisch, es ist nicht so. Wie ist nee. Es? Blub, blub. Ja, so, ich habe Ihnen gesagt,
Wie ist das dann? Sagen Sie mir, wie das ist. Nein, über was ich Ihnen gesagt habe, frage ich. Mit dem Eis? Mit dem Antwort. Vom Eis? Blub, blub. Nicht von Eis. Haben Sie da kein Eis? Blub, blub. Aber Sie haben nicht über ein Eis mich gefragt, Sie haben mich über ein Antwort gefragt, ja? Ja, Herr Habeck? Blub, blub. Ich bemerke, dass Sie nicht so klug sind. Ja? In meinem Gespräch. In deinem Gespräch? Bla, bla, bla. Nicht in meinem Gespräch, im Eingespräch. Gespräch kann nicht nur bei mir sein. Aha. Ein Gespräch kann beim zwei Leute sein, ja? Zum Beispiel ich und du. Ja? Bla, bla. Okay, so es ist cool. Nicht nur bei mir. Bla, bla. Finger in Po, Mexiko. Bla, bla. Oh Mann, oh Mann. Hallo, schön Sie zu reichen, Herr Habeck. Markus Cäsar ist im Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Geht gut? Oh ja, entzückend. Okay, langsam, langsam. Sind Sie jetzt erreichbar? Ich bin jetzt erreichbar, ja. Soll ich nochmal auflegen? Super. Wollen Sie es nochmal probieren? Es geht um Kryptowährung, ja? Bitcoin. Aha. Wie war Ihr Tag heute? War gut? Ja, der war sehr schleppslich. Sind Sie zu Hause? Auf meinem Stühlchen. Ach so, haben Sie Ihr Computer eingeschaltet? Richtig. Ja. Oh, okay. Und bis jetzt haben Sie ein bisschen gelernt, wie das funktioniert, auch wie das läuft bei Trading Online? Ja? Es heißt ja. Okay. Und gehen Sie erst einmal bei Ihnen das? Nee. Wie ne? Na, mach ich nicht. Kennen Sie denn nicht das? Ja. Okay, dann nächste Mal werden wir auch zusammen verbinden, damit ich auch Instruktionen gebe. Nee. Wie ne? Na, ich lass mir doch nicht auf meinen Computer gucken. Ich möchte keinen Zugriff haben, ja? Ich werde nur Ihnen begleiten, damit ich auch Instruktionen gebe. Dafür bleiben Sie mal ruhig. Aha. Ja, junge Mann, aha. So ist. Aha. Was machst du jetzt? Hä? Vielleicht schauen Sie Porno auf Ihrem Computer oder was? Nee. Wie nee? Nee. Wie alt bist du, Herr Robert? Geht dich nix an. Wie alt? Ich bin hübsch. Hübsch? Okay, gehen Sie erst einmal bei Ihnen, damit wir auch nicht mehr Zeit verschwenden. Ja, wahre Schönheit kommt aus der Erde. Okay, langsam, langsam. Alles kommt in der Ruhe, ja. Sagen Sie mir die Nummer von Ihnen das. D. Wie D? Nicht D, die Nummer. D. Nein. Warum? D. Warum, mein Lieber? Was passiert? Nein. Wir haben auch einen Prozess zusammen gemacht, ja, wegen Ihrem Handelskonto. Ja. Genau, wir haben auch schon dreimal zusammen geredet. Was ist denn los mit Ihnen? Gepupst. Was ist denn los? Aha. Warum haben Sie alles vergessen? Schinken. Schicken. Schinken. Schinken. Ja. Okay, gehen Sie auf Ihr Computer erst einmal. Auf meinen Computer? Meinen Sie denn, das hält das Gehäuse aus? Gehen Sie auf Ihr Computer jetzt! Machen Sie nicht so jetzt! Ja? Ja! Langsam, langsam! Alles kommt in Ruhe, ja? Genau! Gehen Sie bei Ihnen das! Mit 90er Nummer! Bei der Rote! Nee! Wie nee? Ich gehe nicht bei Anydesk! Bei Team Viva? Nee, auch nicht! Wo sind Sie? Sind Sie zu Hause? Ja! Bei welchem Zimmer? Gästezimmer. Ich werde auch dabei. Okay, dann was möchten Sie machen mit Ihrem Konto? Sagen Sie mir. Da möchte ich gerne Butter einfühlen. Genau so, Cowboys. Wir werden das auch zusammen machen. Ich der bin auch ein Cowboy. Das wieder besser. Ich bin auch ein Cowboys, ja? Ich bin ja. Total.
mein zweiter Job, Pornostar, ja. Ich habe viel Video gemacht. Ja. Mit dem jungen Mann, ja. Baby Platsch und der Dönerbraten. Möchten Sie bupsen mit mir? Nee. Pippi Max mit Dönerbraten. So muss wohl der Titel gewesen sein für deine Bühne. Wissen Sie jetzt, ich werde, ich komme jetzt dabei, ja. Ja, das ist aber sehr schlimm. Gehen Sie jetzt bei Anydesk, jetzt sofort, wir werden das auch zusammen machen. Bei Anydesk. Nee. Keine Chance. Warum gehen Sie jetzt bei Anydesk? Nee, ich bin aus existiert jetzt. Gehen ich lasse mir doch nicht von dem Betrüger auf meinen Computer. Nein, sagen Sie nicht so! Scheiße, Betrüger. Sagen Sie nicht so! Nein, sagen Sie nicht Betrüger! Abzocker. Was sagen Sie so? Abzocker, Betrüger. Du bist gay? Sadeschnitte. Du bist ein kleiner Gay, ja? Und du bist ein kleiner Fisch? Hallutsch, mein Eier, du Wichser, du Hurensohn. Nein, die sind mir zu dreckig und alle untergewaschen. Deutsche Kartoffel. Rauf von Deutschland, du kleine Pede. Ja. Oh, du bist aber niedlich. Ja, eine kleine Honigmelone. Gehen Sie bei Ihnen das. Nein. Gehen Sie jetzt sofort. Nein. Machen Sie nicht so jetzt. Nee. Junge Mann, machen Sie nicht so jetzt. Gehen Sie bei Ihnen das. Nein, alter Mann. Ich bin richtig ein alter Mann, ja? Ich bin über 60 Jahre. Ja, sowas ist schon alt und schrumpelig. Ich werde alle junge Mann ficken, ja, wie Sie, ja? Ja. Weil du bist ein wichtig, ein Hurensohn. Oh, toll. Das ist aber nett. Und sonst so? Erzähl mehr von deinem Zuhause. Raus von Deutschland, raus. Nee. Nazi. Nee. Du Hurensohn. Nee, nee. Nee. Raus. Ja, was hast du denn? Guten Tag, Herr Glorius. Ja, guten Tag. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Rudi Lang. Ich stelle eine internationale Investmentgesellschaft Definite Area vor. Sie haben sich kürzlich in dem Handel mit dem Software-System angemeldet, richtig? Nee. Es kann nicht sein, weil ich habe Ihre Nummer. Haben warum, Sie bereits haben Sie bereits Erfahrung gehandelt? Warum fragst du denn nach Richtigkeit? Entschuldigung? Wiederhören bitte. Ja, warum fragst du denn nach Richtigkeit, wenn du dem dann widersprichst? Macht doch keinen Sinn. Also wenn du eine Frage stellst, der Kunde antwortet und dann verneinst du das, was der Kunde gesagt hat. Das ist total hirnrissig. Haben Sie bereits Erfahrung im Handel? Banane. Nicht schlimm, alles passiert selten, haben 40% der Kunden, die keine Erfahrung haben. Aha. Schlemmerschnitte. Wiederholen bitte. Schlemmerschnitte. Entschuldigung, ich nicht verstehe Sie. Nee, nicht verstehen Sie. Oh. 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 Mitleid. Ich kann Ihnen eine Probewoche anbieten. Jetzt erzähle ich, wie es funktioniert. Sie beginnen mit 200 Euro und wir geben Ihnen einen Bonus. Ja? 50% Ihrer Anzahlung. Es werden zu wenig. Bonus Euro. Wiederholen? Das ist nicht zu wenig. Nein. Doch. Das ist wichtig, ja? Nee, Sie ist haben zu wenig. Entschuldigung, ein Minuten bitte. Und schon versagt der deutsche, nicht sprechende deutsche Versager. Na, welche Knalltüte kriegen wir denn jetzt an der Leitung? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Herr Lorioris. Ich heiße Anna Schulz, ich bin von Definite Area. Mein Kollege... Wie bitte, mein Kollege Rudi Lang hat mit Ihnen gesprochen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Sagen Sie bitte. Haben Sie doch intelligente Mitarbeiter oder sind die alle so wie Sie und Ihr Kollege? Was? Sie bekommen auf Ihren E-Mailbox einen Brief. Sehen Sie diesen Brief? Ja? Ja, bitte. Richtig mit Kuvert und so, mit Umschlag? Ist da auch eine Briefmarke drauf? In Ihrem E-Mail finden Sie eine... Einen Brief. Haben Sie diesen Brief geöffnet, durchgeschaut, Herr Lori? Nein, ich habe meinen Brieföffner aus Versehen verlegt. Dann finden Sie vielleicht in Spam. Beim Sparen? Nee, da fahre ich jetzt nicht extra hin. Warten Sie mal, ich sehe, er ist weggegangen. Dann finden Sie bitte diesen Brief in E-Mail-Box. Ist einfach weggekommen, ja? Ich bitte um Verzeihung. Ja. Yeah.
Lori Orli. Nee, das war mein Vorname. Ja, Sie wollen mich ne. doch bestimmt mit meinem Nachnamen lieber ansprechen, oder? Den finden knusprig, wir doch besser. Knusprig hier steht. Stimmt das? Ja. Also, ich bitte um Verzeihung. Was? Sie? Ja, ich verstehe. Okay. Ich auch. Finden Sie bitte diesen Brief in Ihrem E-Mail-Box, Herr Knusprig, Knusprig. Aber wie kommt denn da ein Brief rein? Den kriege ich doch da gar nicht raus. Briefe gehören doch in einen Briefkasten. Sie finden in Ihrem E-Mail-Box. Haben Sie da gerade haben Sie neben einen Brief reingedrückt? Haben Sie einen PC oder Laptop bei Ihnen? Wo denn? Wo willst du das haben? Haben Sie Personalcomputer oder haben Sie E-Mail-Box in ja. Ihrem Handy? Ja, ich habe auch Bananen, also die habe ich gerade frisch gekauft. Sehen Sie den Brief von Rudi Lang? Nee. Ich habe noch nicht am Briefkasten geguckt, da müsste ich jetzt runterlaufen. Es geht. Ja? Es geht um. Ja, sprich. Es geht um E-Mailbox. Finden Sie Ihr E-Mailbox? Wissen Sie, wo ist die E-Mailbox? Ihr E-Mailbox? Ja, die E-Mail-Box ist in meinem Computer drin. Jetzt habe ich mal versucht, auf Ihrem Niveau ein bisschen zu antworten, dass Sie das vielleicht auch besser verstehen. Suchen Sie bitte, öffnen Sie bitte Ihren E-Mail-Box. Sie meinen Postfach? Sehen Sie denn? Was denn? Was soll ich denn sehen? Den Postfach? Den Wald? Ja. Sehen Sie bitte diesen Brief, finden Sie bitte von Rudi Lang. Er ist gerade weggegangen. Vielleicht wo ist der in Spam oder in E-Mail. Spam, beim Sparen ist er hingegangen, oder wie? Einfach so. Ja, einfach so, in Ihrem E-Mail. Verstehen Sie, was bedeutet E-Mail-Adresse, Ihr E-Mail-Box? Nicht so richtig, weil, weiß ich nicht. Das. Sehen Sie denn, ja oder nein? Nee. Warten wir mal, ich sehe da, der Brief ist weggegangen und Sie können diesen Brief essen? Finden. Es ist essen. Wann darf ich Sie nochmal anrufen, Herr Knusprig, Knusprig? Die Sabine bei der Bettina und mit der Barbara. Wann darf man Sie nochmal anrufen? Wie bitte? Ja, vorgestern. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Laura Lippenstift? Ja. Ich heiße Eden Faith. Ich bin die Account Manager von Trade Union. Sie hatten sich auf unserer Plattform registriert. Habe ich recht? Okay. Darf ich fragen, haben Sie Erfahrung beim Trading? Nee. Das erste Mal. Okay. Gucken Sie dann, 250 Euro, das ist der Mindestbetrag, damit können Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Und nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren, also ich werde dabei helfen, wird sich morgen der Finanzanalytiker melden. Ja. Und er wird Ihnen alles zeigen und alles erklären. Und alles, was Sie machen müssen, ist Ihr Kontostand überprüfen und so ungefähr 30, 40 Minuten pro Woche für den Finanzanalytiker haben. Aha. Er wüsste Sie Trading. Verstehen Sie? Okay, sind Sie jetzt dann bereit, das Account zu aktivieren? Wie macht man das? Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee. Also kann ich dann Sie per E-Mail anschreiben? Ja. Okay, gleich. Lirum Larum Löffelstiel. Wie bitte? Ja. Ich muss noch fragen, welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Visa, Mastercard, Online-Banking? Genau. Also welche? Das, was Sie gesagt haben. Visa, Mastercard oder Online-Banking? Genau. Welche Zahlungsmöglichkeiten wählen Sie? Was meinen Sie? Also Zahlungsmöglichkeiten. Es gibt ja die Visa, es gibt eine Mastercard, es gibt auch Online-Banking. Okay.
Und welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Alle. Also alle drei? Ja. Mit welcher Summe wollen Sie dann einsteigen? Oh, weiß ich nicht, was kann man denn? Wie bitte? Weiß ich nicht, was kann man denn? Also, gucken Sie. Der Mindestbetrag ist 250 Euro. Und für Anfänger hätte ich gesagt, dass Sie können auch das anprobieren. Mhm. Und wenn Sie aber wenn Sie mit 250 Euro beginnen, erhalten Sie so einen Bonus von 50 Euro. Wenn Sie mit 500 Euro beginnen, erhalten Sie einen Bonus von 150 Euro. Und wenn Sie mit 1000 Euro beginnen, erhalten Sie einen Bonus von 200 Euro. Mhm. Sind Sie noch dran? Hallo? Ja, ich bin hier. Ja, Sie reden nicht mehr. Achso, ich suchte einfach die E-Mail. Achso. Aha. Also die E-Mail lirum.larum. Ja. Also diese E-Mail, habe ich recht? Welche? Ich habe nicht ganz verstanden. Gucken Sie. lirum.larum.leofelstil. Ja. Zauberflöte.de. Zauberflöte.de, ganz genau. Okay, ich schreibe Sie an. Einen Moment, bitte. Hui. Kann ich fragen, welche Zahlungsmöglichkeiten wollen Sie jetzt benutzen? Egal. Es ist Ihnen egal? Ja. Also Sie haben alle von denen, auch eine Visa, auch eine Mastercard, auch Online-Banking. Ja. Okay. Gut, ne? Sind wir bestens ausgestattet. Wie bitte? Ja, da sind wir bestens ausgestattet, sage ich. Kann ich fragen, sind Sie beruflich tätig? Ja. Und als was arbeiten Sie? Als was ich beruflich arbeite, meinen Sie? Ja, richtig. Eierwerfer auf Demonstrationen, da kann man mich mieten. Können Sie es bitte wiederholen? Ja. Noch. Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herr Steiner? Mhm. Herr Steiner, Lea Nowak an die Leitung. Wir haben schon gesprochen. Ich rufe Sie an von eurem Mentor wegen dem Angebot, das wir für Sie haben auf unserer Trading-Plattform. Worum geht's denn da? Sie arbeiten, kaufen, verkaufen die Produkte auf unserer Plattform, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien, was Sie genau möchten. Aber erstmal möchte ich gerne wissen, Sie haben schon Erfahrungen an den Finanzmarkt gemacht, stimmt? Nee. Nee, okay. Ich werde Ihnen sagen, den Angebot für Sie ist ja 250 die erste Anlage, dass Sie immer auszahlen können, auch mit dem Nettogewinn. Sie haben bei uns den automatischen Assistenten und auch den persönlichen Kontomanager, die Sie jeden Arbeitstag erreichen können. Aber wir haben eine Altersgrenze. Können Sie mir sagen, wie alt sind Sie, wenn das gar kein Geheimnis ist? Ist ein Geheimnis. Geheimnis? Mhm. Sind Sie bei 30 oder jünger? Das bleibt auch ein Geheimnis. Okay, können Sie mir sagen, wieso? Weil wir haben wirklich eine Altersgrenze. Also ich kann Ihnen nicht die Plattform zeigen, wenn Sie mir nicht sagen, wie alt sind Sie ungefähr. Ich denke, Sie sind 28 oder so. Stimmt? Kann sein. Okay, ich werde Ihnen sagen jetzt, auf unserer Plattform, weil Sie von Deutschland sind, das ist ja eine Plattform, das für Europa gemacht ist. Das heißt, sehr reguliert. Sie arbeiten, Sie handeln unten die deutsche BaFin-Finanzregulation.
haben Sie zwei Einzahlung, Auszahlung Optionen mit die Kredit- oder Debitkarte, aber muss Visa oder Mastercard-Karte sein oder mit dem Online-Banking, mit Klarna oder Netfeller, was Sie möchten. Aber wenn Sie mir nicht sagen, wie alt sind Sie, kann ich wegen das gar nichts machen. Ist das noch einmal ein Geheimnis, oder? Dann wird der Betrug halt nicht klappen hier in dem Fall. Aber ich mache das nicht. Sie müssen das mal verstehen. Mhm. Ich rufe Sie an wegen einer regulierten Plattform. Ich kann Ihnen das per E-Mail zuschicken von die Seite von BaFin. Können Sie das auch mit Ihren eigenen Augen nachschauen? Wenn es um mir geht, können Sie auch BaFin anrufen, da Sie über diese Plattform nachfragen. Ich kann Ihnen ja den Link schicken, auch die Regulation, die Lizenznummer, alles. So, Sie hören sich so wie ein Mann, das schon mit Trading etwas gemacht hat, aber mit unregulierten Plattformen. Also Sie müssen erstmal verstehen, ich rufe Sie nicht an wegen das. Und das können Sie alles von Ihrer Seite überprüfen. Ich bin gar kein Betrüger, ich bin nur den Kundenservice für unsere Trading-Plattform, die sehr gut und sehr gut ist und ja auch reguliert. Ich kann dir das wirklich per E-Mail zuschicken, aber du musst mir sagen, wie alt du bist. Das kann man doch eintragen auf der Webseite, oder nicht? Ja, du hast die Regulationsform, du musst das ja ausfüllen nach die Einzahlung, du weißt, wie das geht. Die Verifikation, auch die Regulationsform, du kannst das ja ausfüllen. Aber wir sind interessiert in die Kunden, die Klienten, die mit uns langfristig arbeiten werden. Wie ich gesagt habe, ich kann Ihnen die Daten alles zuschicken, alles schicken per E-Mail, aber ich kann das nicht machen, wenn du mir nicht sagst, wie alt du bist. So, ich weiß nicht, wieso das ein Geheimnis ist. Ja, das drückt ja dann nur auf Betrügerunternehmen zu, weil bei einem seriösen Unternehmen könnte ich all das direkt auf der Webseite eintragen und brauche dazu keinen Mitarbeiter. Du kannst das ja machen, aber du kannst dann von alleine nur handeln, weil unsere Broker sind nur interessiert für die Klienten, die mit ihnen langfristig arbeiten. Eure Broker arbeiten sind nur daran interessiert, die 250 Euro zu bekommen, um sich danach zu verpissen. Und du denkst, dass 250 eine große Summe ist? Nee, das ist nicht denken, das ist wissen. Ich weiß, dass das nicht viel Geld ist. Aber genau mit diesem bisschen Pissegeld kann man auch nicht an der Börse handeln. Es bringt nämlich nichts. Da kannst du höchstens 20 Cent Gewinn machen, aber wahrscheinlicher ist es, dass ihr einfach euch mit dem Geld komplett aus dem Staub macht. Weil danach das 250 Euro ist nichts. Du, ich denk das nicht, ich weiß das. Weil du wirst sonst gar nicht anrufen. Kein seriöses Unternehmen ruft die Leute an und fragt, ob sie Geld einzahlen wollen. Es gibt keine seriöse Firma auf der Welt, die das macht. Du hast dich auf unserer Werbungsseite registriert. Richtig, um eure Zeit Januar ein bisschen zu verplempern und dich dann bei YouTube zu veröffentlichen. Ja, du kannst das machen. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ja. Das ist deine Sache. Das ist ja schade, dass du mit einer unregulierten Plattform gearbeitet hast. Ich meine, du kannst ja von alleine auf eine gute Plattform handeln. Ich bin ja nur auf unregulierten Plattformen angemeldet und das bewusst und mit Absicht. Und wieso bist du so geärgert, wenn es zum Trading geht? Das kann ich nicht verstehen. Ja, weil ihr die Leute verarscht. Das kann ich nicht verstehen, warum ihr die Leute verarscht. Ich mach das nicht. Aber du hast gar kein Interesse und du bist ja sehr... Du bist ja am Betrug beteiligt. Nee, ich bin nicht. Aber wenn du gar kein Interesse... Du telefonierst ja für den Betrug. Damit machst du dich mitstrafbar. Und was machst du jetzt? Was machst du? Was ich jetzt gerade mache, eine YouTube-Umfrage beantworten vom Creator Studio. Wollen wieder ein bisschen was verbessern hier. Okay, dann viel Glück damit und ich werde dir nicht mehr anrufen, weil du bist ja für ungefähr 25 Jahre alt und nicht so seriös. Naja, genau. Das hört man von der unseriösen Betrügerin. Ganz genau. Ja, ganz genau. Okay, du bist sehr süß dann. Dankeschön. Tschüss. Weiß ich. Tschüssi. Guten Tag, meine kleine Honigblüte. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Andreas Scott? Ja, gut. Ich melde gerade von der Plattform Forbes-Trader, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben. Sie meinen von der Plattform? Ja, genau. Sie sind zu Hause jetzt? Was? Sind Sie zu Hause jetzt? Sie meinen, sind Sie jetzt zu Hause, nicht? Sind Sie zu Hause jetzt? Sind Sie nicht zu Hause? Doch. Okay, haben Sie einen Computer in der Nähe? Ja. Okay, klar. Ich wollte mit Ihnen das Konto aktivieren. Aha, was denn für ein Konto? Bei Online Trading, weil Sie haben selber eine Anmeldung gemacht. Aha. Haben Sie das Konto bekommen oder noch nicht? Nee, das kam noch nicht angeflogen. Okay, haben Sie das Programm mit Namen AnyDesk in Ihrem Computer? Nee, so eine illegalen Programme habe ich nicht drauf.
Das ist keine illegale Programm. Ja, aber damit macht man illegale Sachen. Wie bitte? Damit kann man aber illegale Sachen machen. Natürlich, du kannst illegale Sachen machen, aber nichts mit uns. Nee, aber ihr ruft doch illegal an. Na, das ist eine Diskothek. Das ist keine illegal, mein Lieber, doch. Weil Sie haben eine Anmeldung selber gemacht. Nee. Wie, nee? Warum lügen Sie mir? Weil... Aber Sie können doch nicht mal Deutsch. Das heißt nicht, warum lügen Sie mir. Das heißt, warum belügen Sie mich? Okay, warum lügen Sie denn mich? Was? Was? Warum lügen Sie mich? Hab ich gesagt. Nee, das ist falsch. Das heißt so nicht. Ich weiß, weil ich bin auch kein Deutscher. Ich habe auch nicht gesagt. Ja, aber warum rufst du denn in Deutschland an? Wegen der Anmeldung, was Sie getätigt haben. Nee, das hat er. Habt ja bloß die Daten gekauft. Da hat sich ja keiner angemeldet. Okay, wollen Sie anfangen mit uns, mein Lieber? Natürlich. Okay. Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? 7 Trilliarden Euro. 7 Trilliarden Euro? Ja. Okay. Sind Sie so reich? Ja, natürlich. Oh. Und hübsch bin ich auch. Okay. Ja, und das Beste ist, haben ja meine grenzenlose Bescheidenheit. Okay, ich schaue noch Internet. Internet gucken? Ja. Wo denn? Eins sogar noch. Ja. Sabine, mit der Babette und der Bärbel und der Bettina. Ich kann verifizieren, wie reich sind. Ja. Sie kommen nicht mal auf Google-Seite. Du musst ja auch nicht. Ja, weil sie haben kein Geld. Ja, du stehst auch nicht bei Google drin. Außer, dass dein Laden da Betrug ist. Hey, beleidigen Sie mich nicht, okay? Das ist keine Beleidigung. Das ist ja eher noch nett. Aber, oh ja. Warum sagen Sie mir, ich bin ein Betrügmann? Na, weil du ja ein Krimineller bist. Du bescheißt die Menschen. Ich? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Woher wissen Sie das? An deiner Kakerlakensprache. Ah, ja, das ist normale Sprache, weil Deutschsprache ist ein scheiß Sprache. Genauso wie da, wo du herkommst. Woher komme ich? Aus Albanien. Aus? Albanien. Echt jetzt? Ja. Ah, du kleine Motherfucker. Ja. Fickst du öfters mit deiner Mutter, ja? Wie bitte? Du fickst öfters mit deiner Mutter? Du fickst mit deiner Mutter, weil das nee, ist das geht Kultur. Nicht. Meine Mutter das ist ja deine Mutter. Nein, kann nicht sein. Klar. Frag sie doch mal, was ich gestern mit ihr beim Zähneputzen gemacht habe. Ich habe ihr Gebiss rausgenommen und hab's dann aus dem Fenster geschmissen. Du hast deine Mutter gefickt gestern? Nee, das ist eklig. Wenn denn deine? Deine hast du gefickt, weil nee, ich bin dein Vater. Schau, ein Sekund. Nee, besser nicht, weil sowas kann, glaube ich, nicht von mir abstammen. Aber weißt du was? Ich bin ja felsenfest der Überzeugung, dass du mindestens pädophil sein musst. Ich bin kein Pädophil, okay? Weil na klar, du stehst ja auf Kinderficken. Du hast ja gerade erzählt. Du ist ja Mutter ekelhaft, was du da so erzählst von dir. Aber gut, was will man ja auch erwarten, wenn man irgendwo aus Albanien kommt, dass irgendein Dreck im Callcenter, wo man die Leute den ganzen Tag nur nervt, war. Und eigentlich den ganzen, also noch nie irgendwas in seinem Leben so geschafft hat. Ne? Das ist eigentlich so, ja, mehr kann man gar nicht zusammenfassen in deinem Leben, weil da wird ja wohl nicht mehr passiert sein. Du bescheißt die Leute und findest es auch noch in Ordnung, dass du die Leute betrügst oder was? Das kann doch nicht normal sein, was du da machst. Das ist doch peinlich. Glaubt dir das überhaupt irgendjemand, den du da anrufst? Das ist doch nur Blödsinn, was du da von dir runterlaberst. Das glaubt doch echt keine Sau. Und vor allem Anydesk, auffälliger geht's doch ja nicht. Mal davon abgesehen ist YouTube voll mit euch Kakerlaken. Brauchst du bloß mal auf YouTube eingeben. Du hörst dich doch selbst schon tausendmal auf YouTube. Man kennt doch schon deinen Drecksladen. Ist doch immer voll das Gleiche da mit euch. Ihr versucht die Leute zu bescheißen auf primitivste Art und Weise. Und in der Birne habt ihr alle nichts. Ist doch einfach nur noch Wahnsinn. Ich frage mich, wie man so ihn eigentlich ans Telefon tackern kann. Ich glaube, du musst als Kind musst du irgendwann mal einen Snickers an den Kopf geworfen gekriegt haben, so ein Tiefgefroren, das war. Hier so ein Eis. Boah, die sind lecker jetzt bei den Temperaturen. Aber da, ja, nee, das bin ich nicht. Du bist es, wenn denn, weil du gibst immer diese ekelhaften Wörter von dir. Ich definitiv nicht. Aber definitiv bist du aus Albanien. Das haben wir jetzt schon mal mittlerweile rausgekriegt. Und in Ordnung ist das aber nicht, was du da machst. Findest du das gut, wenn man so die Leute bescheißt, oder was? Kannst du mein Kari essen? Ja. Deine Sicht hat Karis? Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Beck. Sprich gerade mit dem Herrn Rüber. Wie heißen Sie? Mein Name ist Lukas Beck. Hören Sie mich? Sie heißen doch sonst Lukas Preis. Bitte? Ich dachte Lukas Preis.
Lukas ist mein Name, genau. Mhm. Haben Sie mich gehört? Ja. Sind Sie der Herr Lutz Röber? Ja. Wunderbar, ich grüße Sie. Sie haben bei Finatec, also bei tägliche Profite, eine Anmeldung gemacht. Können Sie sich erinnern? Nee. Bitte? Nein. Können Sie nicht erinnern? Ja. Deswegen melde ich mich bei Ihnen, um das zu sagen. Weil Sie haben das vergessen, aber ich lasse nicht, dass Sie es vergessen. Aha. Okay, es geht jetzt um Online-Handlung. Damit Sie dadurch, also dass Sie durch Online-Handlungen Profite machen können. Haben Sie schon Erfahrung an Online-Handlung? Weil wie ich es hier sehe, steht, dass Sie schon Erfahrung haben. Das brauche ich nicht. Brauchen Sie nicht? Nee. Also Sie wissen schon, was es ist, ja? Mhm. Was für eine Erfahrung haben Sie? Ich dachte, ich brauche da weiter nichts. Bitte? Ich sagte, ich brauche da weiter nichts. Praktisch brauchen Sie das nicht. Richtig. Also ist nicht so gut gelaufen, meinen Sie? Nee, das habe ich nicht gemeint. Ist nicht gut gelaufen? Nee, habe ich nicht gesagt. Okay, was ist passiert? Haben Sie da Verluste gemacht, oder? Ja, nee, hat ja damit nichts zu tun. Ja, aber Sie haben schon mal damit was zu tun gehabt, oder nicht? Ja, natürlich, aber was wollen Sie jetzt da von mir? Ja, aber wenn Sie etwas damit zu tun haben, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, dass Sie Profite machen oder Verluste. Ja, bei Ihnen gibt es ja nur Verluste. Okay. Haben Sie, wenn ich mal fragen darf, haben Sie da mit größerer Summe gehandelt oder mit kleiner Summe? Mit gar keiner. Mit kleiner? Mit gar keiner. Also, mit kleiner? Scheinen nicht besonders helle zu sein. Bitte? Ja, danke. Was haben Sie gesagt? Nichts. Nein, wiederholen Sie noch einmal. Was haben Sie gesagt? Ich sage, Sie scheinen nicht besonders helle zu sein. Scheint nicht bei der Fälle zu sein. Oh Gott. Mit Intelligenz ist nicht so, ne? Bitte? Danke. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, mit Intelligenz ist nicht so bei Ihnen. Bei mir? Hm. Und Sie sind intelligent? Na ja, scheinbar intelligenter als Sie. Echt? Ja. Beweisen Sie mir, zeigen Sie mir, dass Sie intelligenter sind als ich. Nö, kein Interesse. Kein Interesse? Hm, genau. Dann sind Sie dumm, falls Sie kein Interesse haben. Nee. Falls Sie jetzt schlauer sind, dann können Sie mir beweisen. Doch, wieso nicht? Sie sind doch schlau. Zeigen Sie mir, dass Sie schlau sind. Nö. Ja? Nee? Ich zeige Ihnen, dass ich schlau bin, indem ich nicht bei Ihrer Betrugsfirma irgendwas investiere. Welche Betrugsfirma? Sagen Sie mir, schlauer Mann, welche Betrugsfirma? Ja, Ihre. Woher wissen Sie unsere Firma? Ja, weil Sie wie ein Betrüger sprechen. Bitte? Danke. Ich bin Betrüger? Ja. Habe ich Ihnen schon mal betrügt, schlauer Mann? Nö, aber ich lasse das ja auch nö. Nicht tun. Aber woher wissen Sie dann, dass ich Betrüger bin? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Sie haben nichts gesagt. Doch. Sie haben doch keine Beweise, dass ich Betrüger bin. Woher wissen Sie so das? So unseriös. Haben wir schon mal miteinander gesprochen? Natürlich. Wann? Auch ganz oft schon. Sagen Sie mir wann? Auf Datum weiß ich doch aus dem Kopf nicht. Aber wieso lügen Sie? Ich lüge ja nicht. Es ist das erste Mal, dass ich Ihnen kontaktiert habe. Nee, wir haben schon ganz viele Videos von dir auf dem YouTube-Kanal. Wie heißt... bitte? Ich sage, ich habe schon ganz viele Videos von dir auf dem YouTube-Kanal. Von mir? Ja. Ah, und wie heiße ich? Ja, sonst Lukas Preis. Lukas Preis? Ja. Nein, mein Herr, ich bin Lukas Beck. Was laberst du? Genau. Genau. Wenn Sie böser geht's ja nicht. Was? Schlauer Mann. Mhm. Seit wann sind Sie schlau oder waren Sie immer schlau? Ich war schon immer schlau. Immer schlau? Mhm. Seitdem Sie geboren sind? Ja. Und waren Sie, von wem haben Sie diese Intelligenz bekommen? Von Ihrer Mutter wahrscheinlich, ja? Ja. War Ihre Mutter schlau oder lebt sie immer noch? Ja, ich weiß nicht, was Sie das angeht. Aber Sie verhalten sich ja wie ein Betrüger am Telefon, also von daher... Ja, von daher bin ich Betrüger. Ja, genau. Aber ich habe Ihre Mutter nicht gefickt, Betrüger zu sein. Na guck, so reden nur Betrüger. Echt? Bewiesen. Aber wieso beleidigen Sie mich? Wieso sagen Sie mir, dass ich Betrüger bin? Das ist doch keine Beleidigung. Mich gar nicht kennen. Wenn Sie mich gar nicht kennen, wenn Sie meine Firma gar nicht kennen, wieso sagen Sie das? Ich brauche die nicht kennen. Ihr wechselt ja euren Namen sowieso alle paar Wochen. Was bist du für ein schlauer Mann denn? Mhm. Der so verhalten. Ich glaub, nicht bei dir zu investieren.
Wer nimmt dich? Keiner nimmt dich. Mhm. Keine Sorge. Auch wenn du willst, wird dich keiner nehmen. Bist du jetzt fertig? Auch wenn du planst, 100 Millionen zu investieren, wird dich keiner nehmen. Keiner braucht Leute wie sie. Ja, und keiner braucht Leute wie dich. Und auch keiner braucht so eine Scheißfirma wie eure. Und keiner braucht so ein scheiß intelligente Rowine. Ja. Genau. Ciao, ciao. Aber das ist ja geklärt, du Betrüger. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Manuel. Manuel? Ja, was möchten Sie denn? Alex Braun am Apparat. Ich rufe Sie von Finanzunternehmen Deutsch Trader. Es geht über Online-Trading, Online-Handel. Und wen möchten Sie genau sprechen? Herr Manuel Puffelchen. Ja. Es geht über Online-Trading, Online-Handel. Mhm. Online-Geld zu verdienen. Ja. Sagt das Ihnen etwas? Nee. Das ist eine gute Möglichkeit, Online-Geld zu verdienen. Bestimmt, Sie haben für dieses Thema gehört, oder? Nicht wirklich, nee. Nicht? Wie kann ich Ihnen denn da behilflich sein? Das ist eine gute Möglichkeit, Online-Geld zu verdienen. Ja. Sie können anfangen, mit einer minimalen Summe Ihre Konto zu aktivieren mit 250 Euro. Und die gleiche Summe Sie kriegen als Unterschuss und Kapital von uns. Und dann für jedes Monat, das ist für Sie wie ein zweites Einkommen, einen Nebenlohn zu kriegen. Klingt das gut, oder? Was habe ich davon? Alles, was Sie müssen tun, jetzt nur ist, Ihre Konto zu aktivieren. Und damit Sie können dann starten zu handeln und für jedes Monat ein zweites Einkommen zu kriegen. Bestimmt, Sie haben für dieses Thema gehört, wie das läuft, wie das funktioniert. Wie kann man heutzutage online Geld zu verdienen? Über verschiedene Möglichkeiten wie Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, DAX, CFDs, alles, was möglich zu handeln heutzutage. Ja. Jetzt momentan, es geht über neue Kampagnen für Bitcoin Prime, Bitcoin Motion, Tesla X und Amazon. Und wegen der neuen Kampagne und neuen Angebot, das wir haben jetzt gerade, Sie kriegen ein Unterschuss und Kapital, ein Bonus von 100% von unserer Seite. Unterschuss und Kapital. So, Sie können anfangen, Ihr Konto zu aktivieren mit 220 Euro, die minimale Summe. Sie können das mit Kreditkarte, falls Sie haben Visa oder Mastercard, Ihr Konto zu aktivieren. Und Online-Banking, falls Sie können Online-Banking benutzen, dann ist es leichter für Sie, Sie können das selber machen. Dann, in Ihrem Handelskonto, Sie werden schauen, Ihr Geld, das Sie haben eingezahlt, unsere Bonus und Ihre Profite auch, dass Sie werden für Ihren Tag zu erreichen. Dann, was Wichtigste, Sie können jederzeit Ihr Geld auszahlen lassen. Sie haben die Auszahlungsmethode in Ihrem Handelskonto und dann, Sie werden nur die Summe schreiben, wie viel möchten Sie zur Auszahlung, Euro wählen, Ihre Name, Vorname, IBAN-Nummer und Ihr Geld, Sie werden in Ihrem Konto haben. Zuerst momentan, Herr Puffelchen, wo sind Sie jetzt gerade? Sind Sie zu Hause oder in Ihrer Arbeit? Ich bin zu Hause, ja. Okay, sehr gut. Und können Sie Ihre Online-Banking benutzen? In Ihrem Handy oder in Ihrem Laptop oder in Ihrem PC? Wozu? Okay. So, wo kann Ihnen die Bankverbindung schicken mit 220 Euro, damit Sie können Sie überweisen zu tätigen? Diese Bankverbindungen sind ohne Steuer, ohne Gebühr, weil sie sind reguliert von ECB, Europäische Zentralbank. Und erstmal, wir sind investiert und reguliert von BaFin und Frankfurter Börse in Deutschland. Das heißt, das Geld wird sicher sein für Sie. Machen Sie keine Sorge, machen Sie keine Angst. Das glaube ich nicht. Wieso glauben Sie nicht? Glaube ich nicht. Was glauben Sie nicht? Was Sie sagen. Wieso denn? Wo liegt das Problem? Dass Sie illegal anrufen. Wieso meinen Sie so? Das ist nur Ihre Meinung. Nee. Ja, das ist eine Tatsache. Ja doch. Nee. Was spricht denn dagegen? Die Unseriosität Ihres Anrufs. Ach so. Bestimmt, Sie haben noch nicht mich verstanden, warum genauso es geht. Was für eine Möglichkeit ist das? Sie wissen noch nicht, was für eine Möglichkeit verlieren Sie jetzt gerade. Nee. So möchten Sie das weiterzumachen, Ihre Konto zu aktivieren und Online-Geld zu verdienen, oder nicht? Ja, nicht bei Betrügern. Das heißt, Sie möchten nicht? Nicht bei Betrügern. Okay. Bleiben Sie in Schade dann, weil Sie werden nie Geld zu verdienen. Ich verdiene doch Geld. Ach, ja, ich sehe. Hm. Ich sehe Ihren Namen. Ich sehe Ihren Namen in Google. Bestimmt ich habe, nicht. Ja, ich Nein. habe für Sie gehört. Ja, doch. Nein. Ja,
Nein. Freut mich, das zu hören. Dann bleiben Sie mit nur 500 pro Monat. Ich habe ja viel mehr. Ja, ich glaube das nicht. Sie haben nur 500 pro Monat, das ist ja arm. Ich glaube das nicht. Hm. Und Sie können gar nicht machen. Egal. Aber Sie sind ja arbeitslos. Du meinst so, oder? Sie sind doch arbeitslos. Ich verdiene nur, also Sie können für einen Tag verdienen. Das glaube ich nicht. Verdienen. Okay? Das glaube ich nicht. Oh, das ist Ihr Problem. Nee, ist kein Problem. Es tut mir leid für Sie. Sie klingen wirklich sehr armselig. Oh, du meinst so. Mhm. Oh, du Kleine. Ja, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht, du Betrüger. Oh, schade. Mhm. Was für ein Baby. Schönen nee, das Tag, Baby. Warte. Hallo? Ja? Hallo, guten Tag, grüße Herr Hexen, ne? Was? Schön, Sie zu erreichen. Antonik hat am Apparat. Ich spreche gerade mit dem schönen Hexen, ne? Ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Jetzt höre ich Sie auch besser. Also ich habe das mitbekommen, dass Sie sich gestern bei uns registriert haben. Ich habe auch angerufen, Herr Schön, und würde ich Sie gerne fragen erstmal, ob Sie ein bisschen Zeit haben jetzt. Wofür denn? Also Sie haben sich gestern bei uns ein Handelskonto registriert und da möchten Sie mit dem Krypto zu arbeiten, ne? Ja, und da rufen Sie an. Wie bitte? Ja, und da rufen Sie an. Deswegen habe ich Sie zurückgerufen, gestern sofort, sobald wir uns mitbekommen haben, und dafür wollte ich Sie, also behilflich zu sein. Also darf ich Sie fragen, wie weit sind Sie gekommen mit dem Konto? Ich verstehe den Grund des Anrufs nicht so richtig. Den Grund des Anrufs? Ja. Also Sie haben gestern bei uns ein Handelskonto registriert. Deswegen habe ich mich gemeldet, um Sie weiterhin zu helfen. Aha. Und da rufen Sie dann einfach direkt an? Ja, Sie können auch zurückrufen, wenn Sie möchten. Und dafür sind wir uns immer verantwortlich für unsere Kunden. Deswegen habe ich auch Sie telefoniert und am Anfang habe ich Sie gefragt, ob ich Ihnen etwas gestört habe. Vielleicht sind Sie auf der Arbeit oder was weiß ich. Deswegen würde ich gerne fragen, an welchem Bereich waren Sie eigentlich dazu interessiert? Mhm. Hören Sie mich, ja? Ich höre Sie, ja. Aber zurückrufen kann man nicht, stelle ich gerade fest. Bitte? Ich höre Sie, aber zurückrufen kann man nicht. Ich habe das gerade ausprobiert. Nee, geht nicht. Ich lege auf. Und Sie brauchen das nicht auflegen. Ich habe mehrere Leitungen. Es funktioniert schon. Sie haben gerade eben telefoniert. Es geht dran. Natürlich, die ist dran gegangen. Ja. Der ist dran gegangen. Ja, niemand. Ja, hören Sie zu. Ja. Sie haben angerufen. Sie haben aufgeregt. Da spricht keiner. Da kommt kein Automat, nichts. Also man kann Sie nicht zurückrufen. Oh, auf jeden Fall. Vielleicht irgendwelche technische Fehler. Nee, das ist kein technischer Fehler. Das ist so gewollt. Moment, die Leitung legt nach 10 Sekunden wieder grade, auf. Ich guck mal gerade und rufen Sie sofort an. Warte ja, mal. Da bin ich mal gespannt. Da rufen Sie bestimmt nicht nochmal an, so wie ich das kenne. Ein Moment. Herr Heschen? Ja? Sie können jetzt gerne anrufen. Das war ein Fehler, technischer Fehler. Aha, das war ein technischer Fehler. Sie können gerne anrufen, Herr Hessen. Auf Ihrer Leitung soll ich jetzt anrufen. Wie bitte? Machen. Okay, soll ich auflegen? Nö, warum? Ja, also das ist Betrug, definitiv. Haben Sie jetzt angerufen? Also es ist mehr als unseriös, wenn jemand da rangeht und sagt, ja, hallo, guten Tag. Das sagt kein normales Unternehmen. Und wie meinen Sie, also wie hättest du gerne, also gut findbar, wenn Sie mit einem unseriösen Unternehmen telefonieren? Ja, erzählen Sie mal. Sie sind ein unseriöses Unternehmen. Ja, erzählen Sie mal. Okay, und woher wissen Sie das? Erzählen Sie mal. Ja, indem Sie keinen Kundenservice haben. Sie haben Kundenservice. Sie haben gerade eben telefoniert. Ja, da geht dann keine Hotline ran, sondern jemand mit Ja, guten Tag. Die sind ja kein Roboter. Die sind ja kein Roboter. Genau. Die sind nicht derjenige, der uns anruft. Verstehen Sie? Ja. Sie müssen auch Verständnis haben. Weil alles hängt das von Ihnen ab. Wissen Sie, ich habe kein Verständnis für Betrug. Gar nicht. Ich habe gar keine Wörter gezwungen, dass Sie etwas tätigen, sondern dass Sie das bei uns angemeldet haben. Weil derjenige, das bei uns angemeldet ist, sind Sie, Herr Hessen. Hat das jemand Ihnen gezwungen, dass Sie bei uns angemeldet haben? Zu einem Anruf. Haben Sie? Ich habe Sie was gefragt. Haben Sie?
habe Ihnen ja schon geantwortet. Welche Person, der Ihnen gezwungen hat, dass das bei uns angemeldet wurde? Naja, deswegen dürfen Sie ja trotzdem nicht anrufen. Sie haben bei uns angemeldet. Spielt ja keine Rolle. Wir brauchen von Ihnen Informationen wissen, woher Sie sind. Und wie stellen Sie sicher, dass die Rufnummer auch zu der Person gehört, die die Daten da einträgt? Wie stellen Sie das denn sicher, dass hier kein Datenmissbrauch... Welche Daten? Hier die Daten, die man da einträgt bei Ihnen auf der Webseite. Da könnte man ja seinen Nachbar eintragen und alle anderen, die man nerven will. Und das ist in Deutschland so nicht erlaubt. Bei wem haben Sie das probiert? Ja, Sie telefonieren ja gerade mit einem Charakter, der völlig frei erfunden ist. Daran sieht man das, dass Sie auf jeden Fall ja nicht seriös arbeiten. Ich möchte Sie gerne fragen, was Sie einfach möchten. Möchten Sie weiterarbeiten oder möchten Sie einfach so bla 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 sagen? Also es spricht auf jeden Fall deutlich dafür, dass Sie einen unseriösen... Sagen Sie, sind zwei Wege. Möchten Sie weiterarbeiten oder möchten Sie etwas zuzwingen oder sowas? Versuchen Sie jetzt, die Leute unter Druck zu setzen, denn mit den Worten? Nein, auf keinen Fall. Sie sind derjenige, dass Sie von uns Hilfe brauchen. Aha, und woran machen Sie das fest, dass ich von Ihnen Hilfe bräuchte? Hallo, schönen guten Tag, Herr Helsing. Ich grüße Sie, mein Name ist Novak. Wie können wir Ihnen weiterhelfen, bitte? Ja, weiß ich nicht. Da können Sie ja mal den Kollegen fragen, wie man euch da so helfen kann. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Meine Frage ist es. Weiß ich nicht, Sie rufen mir einfach die Leute an. Sie haben selbst bei uns gemeldet durch unsere Werbung. Ne? Wenn Sie kein Interesse haben, ne, auf Trading zu investieren, dann wünschen wir Ihnen ganz einen schönen Tag noch. Ne? Das berechtigt Sie ja nicht zu einem schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's leider schon mit unserer Kakerlakenparty. Das Hörspiel ist nun zu Ende. Schreib gerne noch deine Gedanken zu dem Ganzen in die Kommentare. Wenn du magst, gib dem Video gern einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.